So, hallo zusammen. Mikro richten, Kamera richten, alles steht. Ja, es ist wieder Zeit für Schach. Und ähm, heute, wie auch angekündigt, ähm, geht es mal nicht um, äh, um meine Partien, um das, was ich selber hier spiele, sondern wir schauen uns zusammen ein paar Partien an, die äh, hier aus der Community ne, von... Von Mitgliedern unserer Twitch-Community, von Followern dieses Kanals, äh, in den letzten acht bis zehn Tagen äh, mir zugeschickt worden sind. Ne, mit der Bitte, sich das doch mal anzugucken und dann das äh, hier im, äh, äh, im Stream mal vorzustellen und mal zusammen durchzuspielen. Und äh, das kann jeder äh, von euch äh, machen, soweit es eben man auch meine Kapazitäten erlauben. Äh, das heißt, ihr könnt da auch äh, Kanalpunkte für verwenden, wenn es euch nicht sonst nichts Besseres einfällt, ne, äh, was man mit diesen Kanalpunkten machen kann. Und ähm, das habe ich deswegen so gewählt, damit die Spieler, äh, die Zuschauer, die hier eben vielleicht häufiger, häufiger dabei sind, äh, da es vielleicht ein bisschen leichter haben oder ein bisschen bevorzugt sind äh, bei dieser äh, Belohnung, ne, wie das hier auf Twitch Deutsch so heißt. Äh, und ähm, das äh, könnt ihr probieren. Ja, die Übermittlung der Partien ist danach dann äh, relativ einfach, einfach über das Nachrichtensystem von von Leachess mir das zuschicken. Am besten dann noch auch äh, vielleicht mit in die Nachricht reinschreiben, wie euer äh, Twitch-Name ist. Der könnt kann sich ja von dem äh, liches nickname unterscheiden, damit ich es besser zuordnen kann. Hat bisher aber eigentlich immer funktioniert. Gut. Was haben wir hier als erstes? Das ist äh, eine Partie, ja, für die ich eigentlich ganz dankbar bin, auch äh, die äh, nämlich äh, voll in unser Thema äh, Feuervogel äh, Börteröffnung erstens F4 hineinfällt. Die ist gespielt zwischen Spritzwasser und äh, Haraskin. Und wenn ihr euch die Ratings der Spieler ansieht, dann seht ihr schon, dass da Welten zwischenliegen. Ne? Spritzwasser mit 1715. Haraskin mit äh, 2.598. Ähm, man kann äh, lange diskutieren über die Vergleichbarkeit von äh, Online-Rating und äh, ja, manche sagen echtes Elo-Rating. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was einem Online-Rating unecht sein soll. Ähm, aber dass hier jemand mit knapp 2.600 Schnellschach Online-Waiting-Punkten am Brett sitzt, der weiß, äh, der, der mehr weiß als nur, wie man die Figuren richtig aufbaut. Das dürfte schon klar sein. Deswegen ist das, was ihr auch hier gleich hier schon seht, das Ergebnis äh, Schwarz gewinnt äh, jetzt nicht so überraschend. Aber darum geht's gar nicht äh, um das Ergebnis. Das werdet ihr bei den anderen Partien, die wir heute im Programm haben, auch sehen, dass da das äh, Endergebnis äh, nicht unbedingt zum Spielverlauf passt. Ähm, schauen wir uns die Partie mal an. Spritzwasser spielt äh, den Feuervogel, F4. Ob er das schon früher gemacht hat oder erst seit er, dass er, seit er ein paar Wochen hier unseren, äh, unseren Streams hier folgt und sieht, äh, wie gut das eigentlich ist als Repertoire, sei mal dahingestellt. Diese Partie hat tatsächlich so eine Art Thema. Ja, und das, äh, das haben die beiden Spieler natürlich nicht gewusst. Also ich gebe geb der Partie jetzt, nachdem ich sie mir. Ein paar Mal angeguckt, habe im Nachhinein ein Thema, was man auch nicht so oft äh, findet. Äh, also dass eine Partie unter ein echtes Thema gesetzt werden kann. Und das Thema hier ist der schwache Punkt e3, das hier. Dieses Feld äh, spielt in der in der Partie eine zentrale Rolle. Äh, werdet ihr dann sehen, äh, was damit gemeint ist. Ähm, das Feld e3 wird ja durch den ersten Zug f2, f4 geschwächt. Hm? Das muss man ganz klar so sagen, aber das trifft ja im Grunde genommen auf jedes Feld zu, äh, wenn ich statt äh, äh, F2, F4, D2, D4 spiele, wird E3 auch geschwächt. Und niemand macht sich darüber Gedanken, unangenehmer Art. Geschwächt heißt ja erstmal nichts anderes als, äh, das Feld ist nach diesem Zug schwächer als vorher. Und das ist es ja definitiv, ja. Das Feld E3 hat in der Ausgangsstellung zwei Beschützer. Die Bauern D2 und F2 und nach dem ersten Zug F4 hat so noch einen Beschützer, nämlich den Bauern D2. Äh, soweit so gut, soweit auch vergleichbar hiermit. Ja, auch hier zwei Beschützer für E3 und nach D2, D4 ist einer weg. Der Unterschied zwischen äh, F4 und D4, was das Feld E3 jetzt mal grundsätzlich angeht, ist der, dass in aller Regel der weiße Bauer d2 irgendwann in der Eröffnungsphase, also nicht erst am Ende aller Tage, nach d3 oder nach d4 auf jeden Fall vorziehen wird. Irgendwann wird er das tun und dann ist das Feld e3 hier natürlich noch mehr geschwächt. Ja, das ist umgekehrt bei d2 d4 nicht unbedingt der Fall, weil nicht in allen Fortsetzungen der f, der weiße f Bauer tatsächlich auch noch nach vorne zieht und damit e3 äh, geschwächt wird. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, oh um Gottes Willen, da kann man ja dann äh, äh, f4 nicht spielen, weil der Punkt e3 geschwächt wird. Das ist natürlich völliger Quatsch. Äh, äh, Schwächen heißt ja nur äh, schwächer als vorher. Und äh, im, äh, auf der Habenseite stehen ja äh, Stärken und Vorzüge eines jeden Zuges, auch dieses Zuges f2 f4. Aber es ist schon richtig, dass man im Feuervogel und das sollte man sich dann eben auch angewöhnen, wenn man als Weißer spielt, den Feuervogel spielt, äh, gerade in der Eröffnungsphase und zwar die ganze Eröffnungsphase durch ein Auge auf das Feld e3 haben sollte. Einfach hinschauen, dass einem keine dummen Sachen passieren, dass man nicht Bedrohungen oder Angriffe oder schwerwiegenderes übersieht, was auf e3 drohen kann. Denn nur, weil Schwarz möglicherweise auf e3 Angriffsziele bekommt, heißt das ja nicht, dass er damit durchkommt. Ja, also ein Problem äh, ist ja an und für sich äh, noch nicht, äh, hätte fast gesagt ein Problem. Also ein Problem ist ja noch nichts Schlimmes. Schlimm ist ein Problem wenn nur dann, wenn man keine Lösung hat. Ja, ansonsten ist es ein Problem wenn nur eine Herausforderung. Aber in dieser Partie wird uns das Feld e3 beschäftigen. So, Schwarz spielt d5. Beispiel Springer F3, Schwarz Springer F6, E3, äh, damit signalisiert, weiß schon, dass er sich nicht äh, mit äh, Königsfjernchetto aufstellen will, ne? äh, lässt noch offen, ob es ein klassischer Aufbau gibt, mit, wird mit Läufer E2, oder ob es ein Aufbau wird mit Damenfjernchetto, Läufer B2 und Läufer B5, was von mir ja äh, sehr gerne gespielt wird. Aber klar mit äh, dem Zug, dritten Zug hier E2, E3 äh, will, weiß nicht, äh, in Königsfernchetto und die sogenannte Leningrader Variante übergehen. Schwarz wiederum tut das. Schwarz spielt Königsfiancetto. Ähm Das kann auch was mit der Spielstärke von Haraskin von Schwarz zu tun haben. Äh, ein Spieler dieser Kategorie äh, kennt sich zumindest. So weit aus, auch wenn er, äh, auch, auch solche Spieler können nicht, müsst ihr nicht damit rechnen, dass sie die Eröffnungstheorie von Feuervogel, von Bird, von Anfang bis Ende äh, auswendig runterrasseln können, äh, wie sie es vielleicht mit dann spanischen spanische oder sizilianische oder sonst etwas Variante, Hauptvarianten tun können. Aber er weiß, Königsfiancetto äh, mit G7, G6 ist ein normaler und ist ein guter Aufbau. Und äh, das welter jetzt auch an der Stelle. Wobei das nach E2, E3 im weißen Zug vielleicht noch nicht mal das Beste ist. Weiß spielt Läufer E2 und damit ist es auch klar, äh, was Weiß machen aufbauen will. Er will sich im, im sogenannten klassischen äh, Stil der äh, Bird-Eröffnung aufstellen. Wer da die verschiedenen Aufbausysteme der Feuervogel-Eröffnung, Bird-Eröffnung, ähm, nochmal sich, äh, nochmal rekapitulieren will, den verweise ich auf die erste Folge unserer ähm, Videos äh, Feuervogel in Theorie und Praxis, die äh, Folge 1, da habe ich ja alle Pläne mal vorgestellt. Im Überblick äh, findet ihr weiterhin in der gleichnamigen Playlist auf meinem YouTube-Kanal. Links wie immer äh, zu finden im Infoteil unter dem Twitch-Kanal hier, da findet ihr alle Links, die ihr braucht. So, Läufer E2. Ähm, ja, kann, kann man so spielen, hätte ich auch gespielt. In, Im Nachhinein jetzt finde ich aber in der Stellung interessant äh, und etwas, womit man den schwarzen Gegner wahrscheinlich ein bisschen überraschen kann, als Idee mal C4. Äh, Schwarz hat ja einfach Königsfiancetto gespielt, äh, was er auch gespielt hätte, wenn Weiß hier G2-G3 gespielt hätte, hätte er auch so weitergemacht dann hätte C4 nicht wirklich viel Sinn gemacht, weil äh, der ist ja nicht gedeckt. Ja? Aber hier in der Fortsetzung, E3, G6, ist C4 eine ernsthafte eine ernsthafte Alternative. Ja? Gucken wir uns mal ein paar Fortsetzungen, zwei Fortsetzungen an. Schwarz schlägt, Weiß schlägt zurück, von wegen nach E2. Ja? Der steht jetzt hier auf C4. Ja? Guckt schon mal ein bisschen dahin. Und äh, Weiß steht gut. Jetzt nicht bombig, ja, also jetzt nicht irgendwie, oh, oh, schwarz hat, schwarz hat Riesenprobleme, aber weiß steht gut. Ja, weiß kann sogar an sowas denken. D2, D4. Hm? Springer C3 und so, also, ist ne, äh, ist definitiv eine, eine interessante, äh, Variante. C4 Alternative, was, wenn er nicht schlägt, wenn schwarz entdeckt mit E, mit E6, ja, dann spielt weiß D4. Äh, das sieht doch schon vergleichsweise, äh, eindrucksvoll aus, das Bauernzentrum. Gucken wir mal. Schwarz hält mit Springer, halt, hängt mit C6 dagegen und spielt Weiß-Springer C3. Ja, sieht auch gut aus. Ja, oder aber äh, Schwarz spielt vergleichbar oder scheinbar aggressiv mit C5. Ja, dann schlägen wir raus. Ja, und jetzt kann man schon gucken, ne? Springer D5, E4. Sieht nicht schlecht aus für Weiß. Oder D schlägt D5 und jetzt ist auch schon sieht auch alles gut aus. Sowohl Springer C3 als auch Läufer B5, als auch D schlägt C5. Und ja, weiß behält dann einen rückständigen Bauern auf E3, aber Schwarz behält einen isolierten äh, Einzelbauern auf D5. Hm. Also hier nach G6 ist C4 eine interessante Alternative. Es muss nicht zwingend besser sein als das von Weiß gespielte Läufer E2, aber ähm, es äh, ist auf jeden Fall aktiver und äh, bringt Schwarz äh, zum Denken. Hier spielt er einfach Läufer G7, man muss ja nicht drüber nachdenken. Hm? Moin und Hallo in den Chat, an alle, die ich noch nicht gegrüßt habe. Hier spielt Schwarz einfach äh, Läufer G7 und ähm, Weiß D3. So, und jetzt haben wir schon ein Augenmerk auf E3. Jetzt haben wir schon den den, den Punkt, äh, äh, nicht einen Punkt erreicht, wo es ein Problem gibt, aber äh, ab hier spätestens muss Weiß auch bei all seinen Zügen immer bedenken, passiert irgendwas auf E3. Ja, aber der ist jetzt im Moment nur noch von dem Läufer gedeckt. Ne? In der Ausgangsstellung waren es Bauer F2, Bauer D2 und durch den Bauer D2 hindurch der Läufer C1. Ja? Und jetzt haben wir nur noch der Läufer, den Läufer C1, der E3 deckt. So. Alles nicht schlimm, aber im Auge behalten. Schwarz ruchiert, weiß ruchiert. So, und Schwarz entscheidet sich jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Äh, muss ja wissen, was mache ich mit dem Läufer. Ja? Nach F5 entwickeln oder nach äh, G4 entwickeln äh, oder vielleicht erst den Springer nach D7 und das mit dem Läufer nochmal noch mal offen halten. Ähm, hier entscheidet sich Schwarz für einen etwas ungewöhnlicheren Weg. Die Fernschettierung des Läufers nach B7. Das ist zumindest etwas, was Schwarz, oder was Weiß meines Erachtens nicht fürchten muss, weil äh, das jetzt zumindest keinen Druck ausübt auf. Äh, es ist defensiverer Natur. Ähm, die Entwicklung des Läufers nach B7 äh, soll E4 ein bisschen auch mit behindern, den Vorstoß E3, E4, der ja eine Idee von Weiß sein muss. Auf der anderen Seite unterlässt er es oder fehlt dann die Zeit, jetzt schon mal selber den Vorstoß E7, E5 vorzubereiten. Aber ist okay. So, und da äh, Springer BD2 ist ja ein, ein, ein leicht fragwürdiger Zug. Ähm, denn jetzt ist E3 komplett schwach. Also zumindest jetzt für dieses für diesen Zug, ne? Für diese Sekunde, diese Minute, je nachdem, wie lange der Zug dauert, für diesen Moment hat jetzt E3 überhaupt keine Bedeckung mehr. Weil der Springer D2 das ja hier blockiert. Ja, der kommt ja nicht mehr, der Läufer C1 kann ja nicht mehr bis hier hinziehen. Und ähm, ab, ab hier ist es äh, das Problem etwas stärker, was dem, was die Sache E3 angeht. Ja gut, was hätte man machen können? Ja, das naheliegende äh, wäre vielleicht gewesen, Springer. Ähm, nach C3, sowas hier, ja. Aber im Grunde genommen noch nachliegend, noch naheliegender ist, äh, das hier. Das Feld E5 soll und will ja sowieso von Weiß mit dem Springer besetzt werden. Und jetzt geht's ja vergleichsweise gefahrlos, ne? Also da steht ja überhaupt keiner drauf. Ähm, und äh, bis hin zu der Idee, danach auch schon mal den Läufer nach äh, F3 zu entwickeln, äh, damit der auch gegenüber seinem auf B7 auftauchenden Kollegen steht. Wenn das Feld E2 frei wird, kann die Dame gegebenenfalls auch dahin. Da haben wir wieder E3 mit überdeckt. Also all solche Sachen sind denkbar. Springer BD2 macht nur Sinn, wenn der Springer möglichst schnell nach F3 weiterziehen will. Aber dafür muss das Feld F3 natürlich erstmal frei sein. Und da wäre die Reihenfolge eher gewesen, glaube ich, erst Springer F5. So, den Schwarz macht jetzt genau das konsequente Druck auf E3 mit Springer G4. Da haben wir sozusagen den Salat schon. Jetzt kann der Springer D2 nicht nach F3, wo er eigentlich hin will, weil er ist ja noch besetzt. Auf der anderen Seite muss er natürlich was tun, um, ähm, äh, den Punkt E3 zu überdecken, denn so, so Amorölchen wie, äh, Vorziehen, die gehen ja gar nicht, weil es geht gar nicht um den Bauern auf E3. Um den geht's auch, aber nicht nur. Das Feld E3 ist auch ohne, dass ein weißer Bauer draufsteht, eine Schwäche. Das heißt, äh, Schwarz zieht hier rein und gewinnt hier unten eine Qualität. Ja. Deswegen, da geht nicht, zurück. Deswegen ist ja Springer B3 denke ich erzwungen. Und äh, hier hat der Springer eigentlich, na, vielleicht was zu suchen, aber nichts zu finden. Ja, also auf B3 hat er keine Zukunft. Wo soll er hin? Also die die Felder, die er anstrebt, ja, allenfalls D4. C5 und A5 sind ja schon eben auf Dauer von dem schwarzen Bauern B6 genommen. Da kann er gar nicht hin. Äh, da, da bringt gar nichts. Ähm, und auf D2, naja, da kommt er ja her. Ja? Also wäre mindestens Tempoverlust, wenn er dann da sozusagen wieder zurückziehen würde. So, und konsequenterweise spielt schwarz jetzt C5, jetzt hat der Springer auch nicht mehr das, das Feld D4. Ja, und jetzt äh, sind diese, ja, nennen wir es mal schiefe, äh, schiefe Schlachtordnung. Ne? Äh, D5 und C5 sind hier vorgerückt, F4 ist hier vorgerückt, aber der nur auf E3, also im Sinne einer schiefen Schlachtordnung, wenn man mal diesen, diesen militärtaktischen Begriff verwenden will, schwarz sogar eher im Vorteil. Weiß muss jetzt, das finde ich völlig richtig, den Springer wieder zurücktreten, um den Punkt E3 wieder etwas zu, äh, entlasten. Ja, damit ist das jetzt nicht mehr so das große Problem. Ja, und jetzt sieht er, weiß zieht den Springer wieder zurück, weil auf b3 hat er keine Zukunft und hier wollte er eigentlich auch nicht hin. Also ich denke, durch diese Züge wird deutlich, was weiß eigentlich wirklich wollte, nämlich den Springer hier hin. Aber diesen Plan hätte er äh, besser umgesetzt, indem er als erstes, auch jetzt, auch in der Situation, als erstes das Feld F3 räumt und den Springer nach E5 bringt. Ja, dann ist das ein Plan oder aber ein zweiter Plan, das und das. Den Springer jetzt wieder zurück nach D2 schwächt wieder den Punkt E3 und vor allen Dingen, der Springer ist zwischen B3 und D2 hier immer hin und her gesprungen, also Klar, man kann argumentieren, der Springer ist auch nach G4 und wieder zurück. Also das relativiert den Tempoverlust etwas. Äh, aber schöner macht die ganze Sache auch nicht. Ja, und äh, E3 ist weiter ein Problem. Schwarz spielt Läufer B7, setzt das fort. Weiß, spielt Dame E1, unterlässt erneut Springer E5. Ich glaube, das ist ein Problem äh, in dem ganzen weißen Aufbau. Springer C6. Und spätestens jetzt, spätestens jetzt hätte Springer E5 kommen müssen. Also eigentlich schon ein paar Züge früher. Also Weiß hatte eine ganze Reihe von Möglichkeiten, diesen Zug zu spielen. Spätestens jetzt hätte er es tun müssen. Auch wenn es dann so weitergeht. D4. C3 f6 was soll er sonst machen der schwarze ne? also greift die die bauern äh, weiße bauernstellung an der spitze an es wird geschlagen Dame h4 das sind mal so ideen ne das muss natürlich nicht zwingend dazu kommen Springer f3 ja. jetzt muss äh, Schwarz aber auch schon ein bisschen aufpassen jetzt sagt die Engine Schwarz steht schon deutlich besser äh, aber wie schnell sowas in die Hose gehen kann das sieht man wenn er, wenn wenn äh, Schwarz auf Ideen kommt wie f5 ja. Dann ist auf einmal äh, Land unter. Ne? Also ist natürlich ein Fehler F5, aber äh, äh, spielen ja Menschen und keine Engines. So was kann ja leicht passieren in so einer Stellung hier. Ne? Springer F5 hätte gezogen werden müssen. Stattdessen hat hier jetzt äh, weiß A3 gespielt. Ähm, wahrscheinlich aus Sorge, der Punkt C2 könnte schwach werden, die Dame. Hier unten ne, ist sich ja zur Seite gezogen, damit ist der Punkt C2 nicht mehr gedeckt. Da hat vielleicht etwas Sorge für sowas. Ja, kann man verstehen, aber der Punkt C2 ist weniger das Problem als der Punkt E3. Ja. Schwarz führt erstmal die Entwicklung zu Ende. Die Türme sind verbunden, das heißt Entwicklung abgeschlossen. Dafür braucht weiß noch mindestens zwei Züge. Der Springer muss weg und der, nein, drei sogar. Der Läufer muss aus von der Grundreihe weg und die Dame muss von der Grundreihe weg, damit im klassischen Sinne äh, man sagen kann, die Entwicklung ist abgeschlossen. Ja, also die ähm, sozusagen fürs Poesiealbum. Poesie äh, der Merksatz lautet: Die Entwicklung ist abgeschlossen, wenn äh, der König rochiert hat, egal wohin, lang oder kurz, und die Türme verbunden sind. Das heißt, nichts mehr zwischen den beiden Türmen steht. Äh, daran kann man sich orientieren, das ist eine Merkregel. Äh, man, es gibt auch entwickelte Stellungen, ähm, da kann man mit Fugendrecht sagen, die Stellung ist voll entwickelt, weil irgendeine Leichtfigur äh, auf der Grundreihe stehen bleiben soll, weil das Sinn und Verstand macht. Ja? Aber als Faustregel kann man sich das merken. So. Jetzt kommt G3. Fehler. Es war. Jetzt schon notwendig, auch sich weiter mit dem Punkt E3 zu beschäftigen und den, ja, notfalls eben auch sowas hier, ne? Den Läufer nach D1 zurückzuziehen, sich auf den Vorstoß E5 vorzubereiten und wenn man den eh nicht verhindern kann, dann zu versuchen, hier am, äh, äh, am Damenflügel Gegenspiel zu kriegen. Also normalerweise, und da sieht man schon, dass in dieser Partie durch dieses, durch dieses ähm, nicht gute äh, Springermanöver D2, B3 wieder zurück nach D2 äh, verkehrte Welt entstanden ist. Äh, in der normalen Feuervogelwelt spielt Weiß im Zentrum und am Königsflügel und Schwarz agiert am Damenflügel, um Gegenspiel zu kriegen. Hier äh, ist Weiß am, im Zentrum schon eher etwas äh, in der Defensive und muss gucken, am, da am Damenflügel Gegenspiel zu kriegen und das ist bereits kein gutes Zeichen g3 will natürlich äh, f4 festigen, ja, weil er dann doch irgendwie e3 e4 spielen will. Das geht ja in der Stellung noch nicht, weil äh, ein Vorstoß e3 e4 würde ja auf einen äh, würde den Bauern f4 umgedeckt lassen. Ob es dann taktische Abzüge gibt, ne, also äh, e3 e4 äh, schlägt und der kann sich vielleicht irgendwie äh, taktisch abziehen, um da äh, mit Drohungen. Ich sehe keine. Ja, aber da muss man natürlich dann immer noch äh, schauen, aber ich sehe keine, keine keine, sinnvollen Abzüge hier des Springers, die der Dame gefährlich werden können, und dann wäre einfach nur ein Bauer weg. Um das zu vermeiden, spielt weiß G3. Und äh, Schwarz zieht jetzt einfach, ne, hat ja alles äh, ausreichend auf dem Punkt E5, um jetzt den eigenen Vorstoß im Zentrum zu machen, um eben schneller zu sein als Weiß mit seinem Vorstoß im Zentrum. Und dadurch auch zu gucken, naja, je nachdem wie hier getauscht wird, ob hier nicht ein rückständiger, ob der Bauer E3 nicht ein schwacher, rückständiger Bauer wird. Schwach genug ist er ja eh schon. E5, König G2. Sieht naheliegend aus, aber er hätte tatsächlich reinschlagen müssen auf E5. So, und jetzt hat man hier schon. Also das sieht schon komisch aus, ne? Also eine eine komplette leere Reihe, drei leere Felder vor dem weißen König. Das kann man jetzt nicht mehr unbedingt als einen Bauernschutzwall bezeichnen. Und äh, der Bauer e3 ist äh, jetzt auch erstmal dauerhaft geschwächt, wenn man ihn nicht schnellstmöglichst vorgestoßen und aufgelöst bekommt. Allerdings jede Auflösung dieses Problems, dieses äh, e3-Bauern, wenn der sich wegtauscht, öffnet wiederum die Linie, nicht die Linie, sondern die Diagonale für den Läufer b7. Ja, und weiterhin ist Schwarz besser entwickelt als Weiß. Also, nicht schön. Aber halt immer noch das kleinere Übel gegenüber König G2. Schwarz schlägt auf E4. Weiß schlägt auf E4 und sagt sich prima, die Schwäche E3 ist nicht mehr da, weil der Bauer weg ist. Irrtum. Der Bauer ist weg. Aber das Feld E3 ist ja noch da. So ein Feld kann man ja nicht aus dem Brett schneiden. Da wäre ja schön mit der Laubsäge ran und sagen so, das Feld E3 ist schwach. Ich gehe mal mit der Laubsäge ans Brett und sägt das Feld raus. Da darf jetzt keiner mehr hin. Er geht im Schach nicht. Also die 64 Felder bleiben vom ersten bis zum letzten Zug beisammen. Und das Feld E3 ist weiterhin schwach, auch wenn da kein Bauer mehr draufsteht. Man wird auf diesem Feld keinen Bauern verlieren, weil da keiner mehr draufsteht, aber möglicherweise verliert man die Partie durch das schwache Feld E3. Werden wir sehen. Schwarz besetzte E-Linie, die einzig offene E-Linie, konsequent, direkt mit dem Turm drauf. Guckt schon mal die Dame an. Die sagt sich, genau deswegen gehe ich weg. Und Schwarz sagt sich, dann verdoppel ich mal die Türme in der E-Linie. Ne? Mal gucken, was passiert. F Weiß versucht Vorstöße hier des schwarzen Bauern. Dann würde das ja hier noch mehr ne, äh, ein, ein schwieriges Feld, sagen wir mal so, zu äh, unterbinden. Wird auch immer klarer, wie, wie, wie lästig das hier ist. Ne? Dass die, der Springer und der, und, und der Läufer nicht richtig entwickelt sind und nicht wissen, wo sie hin sollen. In aller Seelenruhe werden die Türme verdoppelt. Ja, weiß muss ja was gegen den Einschlag auf äh, auf e2 tun, decken mit Turm e1, aber äh, dadurch, dass der Läufer hier weiterhin den beiden Türmen im Weg steht, hat weiß jetzt nun alles andere als ein gutes Gefühl äh, mit Recht. Und Schwarz spielt einfach konsequent, konsequent auf das schwache Feld e3. Weiß zieht vorbei. So, und Schwarz unterlässt jetzt oder macht jetzt die Umgruppierung anders, als es die Engine vorschlägt. Wobei, da muss man jetzt kein fragwürdig hintersetzen. Das ist gut genug. Ja, Also auch mit der Umgruppierung, die Schwarz hier anstrebt, steht er weiter auf Gewinn. Das hier mit Läufer C8 wäre womöglich noch etwas schöner gewesen, um den Läufer hier hinzubringen, aber. Ich hätte vermutlich auch eher auf Springer D8, weil ich den Läufer eigentlich auch nicht von dieser Diagonale und dieser Fesselung des Königs hätte wegziehen wollen, halte ich für völlig naheliegend, den da stehen zu lassen. Und deswegen, weil das eben so unangenehm ist, die Fesselung, hätte jetzt Weiß besser den König in die Ecke gezogen. Aber klar, dann kommt, äh, dann kommt der Turm hier rein mit Macht. Und wir müssen uns keine Gedanken mehr darüber machen, wer besser steht. Hm? Stattdessen, statt des Königszugs spielt Weiß B3, vermutlich auch, um den Läufer endlich mal hier rauszukriegen, damit die Türme sich verdoppeln. Aber wenn der Läufer nach B2 kommt, dann ist ja indirekt E3 noch weiter geschwächt. Springer H5. Jetzt eine interessante Idee von Weiß. Ja. Das naheliegende äh, wäre, wäre jetzt äh, gewesen Springer F1, aber dann hätte tatsächlich Schwarz hier schon eine Qualität auch opfern können. Ja? Und es äh, ist in dem Sinne schon fast kein Qualitätsopfer, denn äh, wenn dann, ähm, das ist ja sogar überhaupt kein Qualitätsopfer, sondern ein Scheinopfer, äh, wenn man schlägt, schlägt man zurück, greift die Dame an und gleichzeitig wurde diese Diagonale geöffnet, und der Turm auf A1 fällt. Ja? Dero halben. Das hat Weiß offensichtlich dann auch gesehen, spielt Weiß Turm A2. Hm, denkt sich, damit unterbinde ich solche Ideen, kann vielleicht jetzt als nächstes wirklich mal Springer F1 spielen und, äh, ups, völliger Blödsinn. So, ich wollte nur die Pfeile wegnehmen. Manchmal komme ich mit der Pfeiltechnik noch nicht so ganz zu aber das spielt sich ein. Ähm, was interessant ist, was ich auch gut finde als Idee, auch wenn es nicht funktioniert, aber die Idee ist ja immer gut, ja, äh, ist, dass mit Turm A2 Weiß auch hofft, irgendwie diesen Turm, der da in der Ecke vor sich hin staubt, ja, also der staubt ja wirklich ein, äh, ohne was zu tun, äh, irgendwie mit in die Verteidigung zu bringen, denn Weiß ist sich am Verteidigen. Hm. Schwarz. Hat mit diesem Läufer, da der Turm nicht mehr auf A1 steht, droht der Läufer auch nicht irgendwann mal dahin. Ja? Des Weiteren äh, baut beißt er ja hier gegen seinen eigenen Bauern dann eben auch auf Granit und deswegen sagt er sich, hier auf von H6 aus ziele ich mit Opfern auf F4. Da, äh, da hängt das, da hängt ja quasi schon ein Schild an den Bauern F4 dran. Äh, hier wird geopfert. Hier schlägt gleich eine schwarze Figur ein. Ja? Ähm, und über den Bauern F4 hinweg zielt der Läufer natürlich auch nach E3. So, hier kommt das Springer F1, was jetzt weiß meint, dass das geht. Man kann auch nicht sagen, dass es nicht geht, weil im besseren Zug. Also Weiß ist verloren schon. Hat eh keine Chance mehr. Schwarz vorsichtig wie er ist. Holt noch eine Figur ran. Springer E6. Der König geht jetzt, hat jetzt endlich mal Gelegenheit. Aus dieser mörderischen Diagonale rauszuziehen. Und jetzt schlägt's ein. Es ist mit Ansage. Also es ist kein Opfer aus heiterem Himmel. Es ist ein Opfer mit Ansage und da besteht die Aufgabe eigentlich nur darin, für Schwarz äh, zu rechnen. Ja, kann mal gucken, wie viel Zeit hat er denn verbraucht. Und da hat er gar nicht viel gerechnet. Ihr seht hier oben äh, die Bedenkzeit. Hier hatte er jetzt noch 5, 5, 5 äh, Minuten 54. Äh, und äh, Jetzt hat er fünf Minuten neunundvierzig, das hat er also in fünf Sekunden gezogen. Äh, man sieht hier unten auch, weiß hat noch neunundvierzig Sekunden, hat also viel Zeit, das ist eine Schnellschachpartie, ne, hat viel Zeit verbraucht, äh, bis hierhin, was ja kein Wunder ist, wenn man so einen gegen Riesen spielt, ne, da wird man ja jeden Zug überlegen. Und es gab ja genug zu überlegen. Läufer schlägt die Figur, Läufer schlägt, ja, und äh, was will man machen? Also, äh, so gesehen, wenn man jetzt den zurückschlägt, äh, Springer schlägt E4. Ja. Abzüge ohne Ende. Äh, der König kann auch schlecht aus dem Abzug weglaufen. Ja. Dann gibt es hier einen Schach. Also Weiß entscheidet sich den nicht zu nehmen, sondern geht nach äh, G1. Auch um hier gegebenenfalls das nochmal mit zu überdecken. Aber. Läufer E3, also auf das Feld, ja, und hier hat die Dame keine, keine Felder mehr. Ne? Die Dame wird gefangen. Sie kann nicht auf die Felder hier, die Diagonale ist vom Läufer besetzt. Ne? Sie kann nicht auf der F-Linie, gibt's kein freies Feld mehr. Sie wird gefangen und äh, Partie ist äh, damit an der Stelle endgültig, äh, endgültig verloren. Dass das auch noch quasi das Schlüsselfeld der ganzen Partie die Besetzung dieses Schlüsselfeldes mit dem Läufer äh, gleichbedeutend ist mit dem Ende der Partie. Äh, ja, finde ich schön. Also jetzt natürlich nicht schön für Spritzwasser, äh, aber ist ein schönes Ende. Äh, ist, ist eine instruktive Partie. Äh, zeigt äh, eben auf, wo äh, eine, eine, eine Gefahr, ein Risiko auch besteht, wenn man den Feuervogel spielt. Ähm, aber das ist so ähnlich wie wenn man. Wie wenn man mit äh, Schwarz das Zwei-Springerspiel im Nachzuge spielt, ne? E4, E5, Springer, F3, Springer äh, C6, Läufer C4, Springer F6, da kann es einem auch mal passieren, dass man auf F7 ein Figurenopfer bekommt und untergeht, wenn man hier aufpasst. Ja? Das gehört einfach äh, zur, zum Stellungstyp äh, mit dazu. Und ähm, wenn man es mal sieht, wie es in die Hose gehen kann, dann ist das ja die beste Möglichkeit äh, zu lernen, äh, wie man dieses äh, in die Hose gehen vermeidet. Und ähm, das ist hier. Gegeben, gucken wir noch mal hier, alles völlig okay. Hier, wie gesagt, C4, eine, äh, interessante Alternative, aber Läufer E2 völlig in Ordnung. Und das ist falsch. Springer B D2, die ganze Idee ist falsch. Ja? Also die Idee, also mal so, die Idee, den Springer nach D2, nach F3 zu bringen, die ist richtig. Wenn man nicht äh, äh, sagt, ich äh, baue mich mit C3 auf, ja. Und äh, will dann E3 E4 durchsetzen. Das ist natürlich auch eine Idee. Läufer B7, dann geht aber natürlich E3 E4 noch nicht. Ja, weil er ja äh, zu oft nämlich dreimal der Punkt überdeckt ist. Das ginge nicht, aber das mit der und dann mit der Idee und dann E3 E4, das geht natürlich durchaus. Ja, deswegen ist ähm, Springer C3 durchaus auch eine Idee. Äh, die Idee mit Springer äh, hier mit den grünen Pfeilen markiert den Springer B1 nach D2 und F3 zu bringen, ist als Idee nicht verkehrt. Aber diese, diese richtige Idee muss man so umsetzen, dass zuerst der Springer nach E5 kommt. Und erst dann nach der andere Springer hinterher. Und dann ist E3 äh, nicht mehr das Problem. Weil dann kann ja äh, erst am Sankt-Nimmerleins-Tag äh, irgendwann mal ein Springer nach G4 kommen, um, um den anzugreifen, das Feld, der äh, so herum der schwarzfeldige Läufer steht auf G7, das wird also ewig dauern, bis der nach E3 kommt. Wir haben es in der Partie gesehen, dass er dann irgendwann auf dem Weg dahin kam, aber da musste Weiß auch mehr oder weniger, hätte schon fast gesagt, ordentlich, ordentlich mithelfen. Ja. Und äh, was anderes kann ja nicht. Und damit ist E3 äh, ein Schwachpunkt im weißen Lager, aber kein Problemkind. Hm? Schwachpunkte, wenn man so will, hat, hat Schwarz ja auch schon. H6 ist ja in dem Moment ein Schwachpunkt, wo G7, G6 gezogen ist. Aber solange er eben, solange eben Schwarz den äh, den Läufer auf g7 hat, ist das ein Punkt, ist der Punkt h6 von ihm immer mit zu bedenken, um zu gucken, kann da irgendwas passieren. Aber äh, er kann ja damit leben. Hm. Gut, das war die erste Partie. Kommen wir zur zweiten. So, die Partie äh, hat Brian geschickt und das ist, wenn ich es richtig sehe und ich denke, man sieht es auch richtig, ist das eine Bullet-Partie. Und Analyse von Bullet-Partien ist so eine Sache, aber wir machen es trotzdem. Ich zeige mal gleich, was ich sozusagen meine. Ich gehe noch mal kurz zurück zu der Spritzwasser-Partie. Springen wir in die erste Stellung und scrollen jetzt mal nach unten. So, was ihr hier unten seht, ist eine, eine ähm, grafische, eine Grafdarstellung des Partieverlaufs. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angeguckt habt äh, bei den Leeches-Partien, kann man das machen, nachdem man die äh, äh, mal äh, grob hat analysieren lassen von der Engine, gibt es auch hier eine optische Auswertung. Da seht ihr hier, also diese flache Linie in der Mitte heißt, äh, die Stellung ist ausgeglichen, plus minus null und damit fängt ja eine Partie an. So, und ihr seht, dass in dieser Partie quasi von Anfang an ähm, äh, erst Ausgleich war, dann war Schwarz ein bisschen besser stand, dann waren wir hier wieder auf Ausgleich, also alles nichts Wildes. Und so zum Ende der Eröffnung. Übergang ins Mittelspiel kippt es. Gibt es nach unten in den, unten heißt jetzt in den Vorteil Schwarzbereich hinein, bis es hier dann schon, im Grunde genommen schon zu Beginn des Mittelspiels als äh, gewonnen für Schwarz anzusehen ist, bis es dann auch endgültig zum Gewinn runtergeht. Das ist so ein, ein vergleichsweise geradliniger Verlauf einer Schnellschachpartie, äh, es gibt Schwankungen, aber die grob, grobe Linie, wie sich die Partie entwickelt äh, und wie sie dann zum Ergebnis führt, ist vergleichsweise konstant. Das wird einem während der Partie, ist einem oft gar nicht so bewusst, und wenn man sich das danach angucken sieht, oh, das ging ja eigentlich die ganze Zeit bergab, äh, ist das mal ganz interessant. Jetzt gucken wir uns das mal hier in dieser Bullet-Partie an und jetzt festhalten. Ja, ich hoffe, ihr seht gut gut. Ne? Also, das ist der Graph, die Anzeige dieser Bullet-Partie. Ich sage halt mal so, ich habe es mit der Medizin nicht so. Ja, ich habe zwar einen Doktortitel, aber nicht in Medizin, deswegen kenne ich mich mit sowas überhaupt nicht aus, aber äh, das erinnert ja so ein bisschen an äh an äh, Auswertungen von einem EKG, EEG oder sonstigen medizinischen Messgeräten, die neben dem Bett des Patienten stehen. Und ich würde ehrlich sagen, wenn ich sowas äh, äh, an, einem, an einem Gerät neben dem Bett eines Patienten sehen würde, würde ich aber schleunigst die Schwester, den Arzt oder die Notfallbesatzung äh, herbeirufen. Weil äh, das sind ja Ausschläge nach oben und nach unten. Äh, das, das ist ja grauenhaft. Ähm, das heißt, hier ist äh, in, in der Eröffnung, wusste Weiß, hatte Weiß leichten Vorteil. Äh, das Mittelspiel ist komplett äh, an Schwarz gegangen, steht Haushoch auf Gewinn. Das zieht sich bis ins Endspiel durch, dann gibt's offensichtlich Riesenfehler. Auf einmal steht Weiß total auf Gewinn. Dann stürzt es wieder ab und schwarz steht auf Gewinn. Und das hier hinten kann man gar nicht beschreiben. So schnell geht er rauf und runter. Und das ist Bullet. Ja, das ist Bullet. Äh, hat nicht so viel mit Schach zu tun. Äh, die Entwicklungen gehen äh, rauf und runter. Aber. Brian ist natürlich stolz wie Oscar, mit gutem Grund, weil äh, er mit einem Bullet Rating von 1614 ein Spieler Lord Universe, der meines Wissens auch ein ganz toller Streamer ist. Ne? Gruß an Lord Universe. Ähm, mit einem Bullet Rating von 2290. Hab ich nie gehabt, werde ich nie haben. Ist also jenseits für mich von gut und böse. Da ist Brian natürlich stolz, dass am Ende hier unten eine 1 steht und da oben die 0. Wie kam's? D4 und wir sind in etwas, das wahrscheinlich Königsindisch oder so ähnlich heißt. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber Eröffnungstheorie einer Bulletpartie. Hm. Wie soll ich sagen? Da fällt mir fast kein... Das ist so ähnlich wie äh, Schusstechnik beim Torwandschießen. Ja. Hm. Nicht wirklich äh, äh, wichtig. Kurze Rochade, Läufer G5. Naheliegend. D6. E3. Springer B. D7. Was haben wir? Das ist schon eine kleine Ungenauigkeit. H7, H6, ja, aber äh, letztlich nachvollziehbar kann man so spielen. Läufer D3, C6, Weiß rochiert, Schwarz baut sich auf und will E7, E5 vermutlich durch äh, durchziehen, damit C2. Jetzt kommt E5, ja. Weiß schlägt, Schwarz schlägt zurück, ja, und jetzt kommt die Stelle, an der die Partie verloren geht für äh, äh, im Grunde schachlich für für Weiß mit Springer E4. Und das ist auch typisch für eine Bullet-Partie. Ähm, äh, da übersieht man sowas. Also man, man spielt sowas ja aus dem Bauch heraus und sagt sich, komm, ich will hier tauschen, ich will hier irgendwie angreifen, äh, Königsangriff machen. Für Bullet völlig nachvollziehbar, völlig richtig, aber äh, ist halt ein Fehler. Schlägt, schlägt und wups. Springer C5. Es wäre sogar das gegangen. F5, Läufer D3, E4, Bauerngabel. Mhm. Auch Springer C5 ist schön genug. Ja. Weiß zieht den Läufer zurück. Die Figur geht verloren. Nichts zu machen. F5, Läufer D3, E4. So, jetzt ziehen wir das mal ein bisschen schneller durch. Schwarz hat eine Figur gewonnen. Läufer E6. So, und jetzt baut sich, sagt sich Schwarz, komm. Ich baue mal alles jetzt in der D-Linie auf, ich tausche mal die Türme. Wenn man Material mehr hat, und der Grundsatz gilt auch in der Bullet-Partie, wenn man Material mehr hat, wie hier eine Mehrfigur, dann ist der Plan tauschen, 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 und am Schluss mit der Mehrfigur gewinnen. Das ist ja einfach. Dem kann sich ja auch Weiß hier nicht entziehen. Die einzige Chance, die Weiß jetzt ja noch hat, ist, kann man irgendwie Dauerschach spielen. Und das ist auch außerhalb vom Bullet dann quasi das einzige Thema, was man in so einer mit so einem Materialnachteil gegebenenfalls noch äh, äh, reißen kann und das äh, hat ja auch ein bisschen äh, also das das macht es überhaupt noch relevant sowas weiterzuspielen. Ja, äh, schwarz äh, lässt sich auf die hier auf das zocken ein bisschen ein, das ist völlig unnötig. Äh, schwarz kann einfach äh, hier unten weiterfressen und äh, dann muss die Uhr schon sehr ungünstig stehen für äh, ähm, für Schwarz, das weiß, das dann noch weiter weiterspielt. Ne? Stattdessen äh, spielt er das. Weiß will noch irgendwie taktisch zusätzlich tricksen, statt direkt das H5 Schach zu geben. König G7 schlägt. Nochmal ein Schach. König H8. Dame F3. Jetzt schlägt er. Ne? Jetzt versucht Weiß hier noch am Königsflügel mal was aufzumachen oder vielleicht mit G4 vorbeizuziehen. Das ist natürlich etwas, oh, ein Trippelbauer, wer Spaß dran hat, ne? Also, ne? Läufer G8, König G3, Dame C3 ist ja völlig richtig, absolut auch noch im Bullet von Schwarz gut gesehen. Damentausch erzwingen, ne? Die Dame ist gefesselt, äh, zwei Figuren mehr und das war's. Ja, leider nicht, weil auch das ist Bulletschach, ja? Hier, Haus hoch gewonnen für Schwarz. Ihr könnt mal hier auf den dunkelgrauen Balken achten. Hier rechts, also neben dem, neben dem Schachbrett. Der wird jetzt von dunkelgrau, äh, wird er zu äh, strahlend weiß. Äh, hier hat sich Schwarz schlichtweg verklickt. Äh, wie er das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ja, also statt mit dem Läufer einfach die Dame zurückzuschlagen und zwei Figuren mehr zu haben, äh, verklickt er sich auf König G7. Ähm, der Abstand der Züge. Hier 7,2 Sekunden, 6,8, das heißt in 0,4 Sekunden, das kann ein Pui-Move gewesen sein, wobei mir die Logik des Premoves äh, König H8 nach G7 nicht klar wird. Äh, und jetzt hat natürlich äh, weiß eine Dame mehr und äh, das war's. Das müssen wir nicht weiter zu Ende spielen. Da gab es jetzt keinen Fehler mehr von äh, einer Seite, die es eingestellt hat. Äh, und äh, damit ist es dann, ich äh, glaube, sogar Matt in X-Zügen jetzt für Weiß gewonnen. Aber äh, das instruktive im Grunde genommen ist das hier unten. Das äh, man könnte ja mal ein Rätsel machen oder ein Ratespiel machen, dass man nur die Graphen von Partien äh, anzeigt und dazu Fragen stellt so ein Multiple-Choice-Verfahren. Ne? Und äh, das ist der Graph einer 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 Bullet Partie und äh, das hier, was wir zuerst hatten, das ist der Graph einer normalen Partie. Auch bei einer normalen Partie geht es natürlich schon mal, kommt es natürlich vor, dass mal weiß im Vorteil ist und dann schwarz, dass es schwankt. Ja, also das ist schon ein bisschen sehr idealtypisch. Aber äh, diese Ausreißer hier, äh, die sind in einer normalen Partie, Schnellschach, klassisches Schach. Selbst in einer längeren Blitzpartie kommen die nicht vor. Und ähm, das ist einfach auch nochmal ein Beleg dafür, warum ich sage, ja, ihr könnt Bullet spielen. Ich, ich mache es ja auch manchmal, ähm, aber äh, wohl wissend, dass das mit Schach allenfalls so viel zu tun hat wie Torwandschießen mit Fußball oder Minigolf mit richtigem Golf. Ich will Minigolf gar nicht abwerten, ja, obwohl ich das auch nicht so toll kann. Aber es gibt ja Spezialisten für Minigolf und es gibt auch Spezialisten für Bullet. Ja, aber der deutsche Meister im Minigolf, der hat auf dem Golfplatz nichts zu suchen, auf dem richtigen Golfplatz. Ja. Und ich sag's mal brutal, der äh, ein Weltmeister im Bullet, äh, da habe ich keinen Respekt vor. Also auch wenn's Carlsen ist, dann gewinnt er halt auch im Bullet, aber den Respekt habe ich vor ihm nicht als Bullet Spieler, sondern als Schach und von mir ist auch Schnellschach und Blitzschach Spieler, aber nicht als Bullet Spieler. Man sieht es ja. So. Aber Brian kann auch anders. Ja, da müssen wir jetzt das Brett für drehen. Bryan kann auch, <laughs> und jetzt festhalten, Bryan kann auch richtig lang. Ne? Also ich glaube, ich sehe das richtig und nicht falsch, ich habe dreimal hingeguckt, das ist eine Partie, äh, das sind doch drei Stunden, oder? Oder bin ich falsch? Ja? Drei Stunden für jede Seite. Ja, und ein Inkrement gab es, glaube ich, auch noch. Ja? So, das ist langes Schach. Ja? Also, nicht, dass einer den Eindruck erweckt, ich wollte jetzt äh, Wine, äh 2008 in, den, in die Ecke der Bulletspieler schieben, da der, der sei Herr hervor. Ne, und der Herr ist äh, in diesem Fall äh, der Herr äh, des Schachspiels und zwar dieser, ähm, dieser Partie, die also richtig lang, also da reden wir jetzt richtig über klassisches Schach und äh, Hut ab. Äh, das ist genau das, was ich, den, was ich euch und, und allen empfehle zu spielen. So, gespielt haben Sie Springer F3, Springer F6, C4, G6. Und ähm, Eröffnungstheorie überspringe ich jetzt sozusagen auch mal. Ne? Das ist halt so eine, eine Mischung aus in, äh, weiß baut sich äh, ein bisschen Reti, wie man das nennt, mit ersten Springer f3 auf, wo man noch nicht genau weiß, wird es ein Übergang in 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 Darmbaueneröffnung ähm, äh, oder halt indisches Werden. Schwarz baut sich eindeutig indisch auf ne? äh, gegen mit, mit dieser Läufer am Königsflügel. So, und jetzt ist ziemlich klar, dass man hier in einer äh, ähm, Zukunftsstellung in einem ähm, königsindischen äh, brit ist. Äh, die Fragwürdigkeit von, von, der, von der Engine, die können wir hier mal überspringen, aber natürlich, äh, wenn man so mit nicht mit D4 anfängt, sondern mit Springer F3, C4, Springer C3, gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu sagen: so, wenn sich Schwarz stur mehr oder weniger aufbaut, als ob D4 schon gespielt wäre. Und das tut ja Schwarz hier. Ja, Schwarz spielt ja dieselben Züge, die er auch gespielt hätte, wenn es, wenn es mit äh, D4 angefangen hätte, die Partie. Dann kann Weiß natürlich auch sagen, oh Gott, dann äh, spiele ich doch jetzt mal äh, E4. Ja, und schon sieht die Sache anders aus. Also sie sieht anders aus im Sinne von, sie sieht anders aus. Es ist jetzt, äh, das, das fände ich reizvoll, so, so zu spielen, weil man damit seinen, also aus Sicht von Weiß, seinen Gegner ein bisschen in die Verwirrung bringen kann äh, weil er sagt, Moment mal, äh, dass ich hier mit Gefahr laufe, dass mir hier der E-Bauer der e den Springer angreift. Ähm, das ist aber ungewöhnlich. Ja, ist deswegen ungewöhnlich, weil statt D4 E4 gezogen wurde. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber bringt natürlich ein bisschen Pfeffer ins Spiel. Apropos Pfeffer, äh, offensichtlich hat der Nachbar beschlossen, gerade seinen Rasen zu mähen. Und ich fürchte, der Rasenmäher ist ein bisschen laut. Ich mach mal das Fenster zu. Sie kündchen. So, Rasenmähen an sich ist natürlich sehr lobenswert. Ne? Vor allen Dingen, wenn er so hoch wächst. <laughs> Wobei, wenn der, wenn der Rasen etwas höher im Garten steht, die Tiere finden es ja toll. Ne? Also, wenn da mal so eine Katze oder so ein Igel dann da durchzieht, wenn das mal so ein bisschen kniehoch ist, hat auch was für sich. Gut, hier aber D4, normaler Aufbau. Und Schwarz setzt auch nochmal fort. Läufer E4. D5 ist, glaube ich, schon ein bisschen interessanter. Aber wie gesagt, da käme ich nie aus, weil ich als Weißer auch nie D4 gespielt habe. Also außer im schwachen Momenten. Äh, ich habe natürlich auch nicht immer F4 gespielt, aber bevor ich ein Feuervogelspieler wurde, äh, in den ernsthaften Jahren der Jugend, äh, war ich ein Königsbauernspieler. Also E4, E2, E4. Na, damals fiel die Welt ja in, die einen spielen E4, die anderen spielen D4. Und da gab es ein paar Exoten, die spielten C4 oder Springer F3, aber die hat man nicht so richtig verstanden. Na, also entweder E4 oder D4 und da war ich ein E4-Spieler. Äh, und deswegen kenne ich mich mit aus der von der Sicht der aus Sicht des Weißen mit äh, d4 nicht so gut aus. Ich habe selber gegen d4 dann auch nicht diese indischen Sachen wie das hier dieses dieses Königsindisch gespielt ähm, äh, oder äh, könnte auch Grünfeldindisch jetzt hier werden. Ne? Äh, weiß so ungefähr, wie sie heißen und die groben Ideen. Aber ich habe meistens holländisch gespielt. Also f7, f5 sehr früh. Ja, da, wird, da sagt jetzt jeder, ja, da wundern wir uns nicht, wenn der, der Moritex heute f2, f4 mit Weiß spielt, dann hat er mit Schwarz wahrscheinlich früher f7, f5 gespielt. Ja, das passt dran. So, Dame B3, schlagen, schlägt zurück, C6. Das sieht für mich eigentlich alles noch nach äh, guter Theorie aus. E4, schönes Bauern Bauernzentrum, ne? Hier. Springer B, D7. Die Ungenauigkeit kann ich nicht wirklich feststellen, halt, das sieht doch nach einem natürlichen Zug aus, ja. B5 muss man, glaube ich, schon ein bisschen mehr darüber nachdenken, auch wenn. Stockfisch sagt, das sei der bessere Zug, weil äh, da muss man natürlich genau alles berechnen und einschätzen. Da gibt es jetzt keine taktischen Probleme, aber schon positionell muss man schon berücksichtigen, dass der C-Bauer natürlich sehr rückständig wird in der C-Linie. Ne, die ist halb offen. Da will man eigentlich ungern einen rückständigen C-Bauern haben. Also, wenn ich mit schwarz sowas spielen würde, und in dieser Stellung hätte ich keine Ahnung von der Theorie, das heißt, ich wüsste nicht, ob man sich den rückständig machen kann oder nicht. Äh, Theoriekenntnisse heißt ja im Wesentlichen, ich muss es mir nicht mehr selber ausrechnen oder bewerten. Ich weiß es, weil ich es mal gelernt habe. Ja, dass da nichts passiert. Äh, dann hätte ich mit, mit ziemlicher Sicherheit auch Springer BD7 gespielt. Oder geht ja auch die Welt nicht von unter. Ist ja kein Fehler. Ne? So, weiß setzt sich auf die, äh, holt den Turm ran, bevor er den Königsflügel zu Ende entwickelt und ruchiert. Ja, und schwarz macht das, was ja eigentlich sinnvoll ist. Ne? Den, ähm, äh, Nachspringer D7, den nach B6 zu bringen. So, und jetzt kommt eine Ungenauigkeit von Weiß. Äh, Stockfish sagt schon gleich ein Fehler. Äh, aber das wissen wir ja aus anderen äh, Analysen hier, wenn ihr die schon verfolgt habt, äh, eine Engine bezeichnet ja auch gerne etwas als Fehler, wenn es etwas deutlich Besseres gibt. Ja, also der Zug, ein Zug muss nicht per se besonders schlecht sein. Äh, es reicht schon, der Abstand in der Wertung. Zu einem anderen Zug, wenn der deutlich besser ist, äh, da, 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 da gibt ähm, wenn es ein Matt in 3 gibt und ein Matt in 4, und man spielt das Matt in 4, dann sagt der Engine auch Fragezeichen und Fehler. Und dann sagt jeder menschliche Spieler, ja ist mir doch egal, ob ich in 3 oder in 14 gewinne. Hauptsache ich gewinne. Ne? So, und hier ist Dame C5 deswegen äh, als Fehler angezeigt, weil äh, Dame B3 äh, besser ist. Dame B3 ist nicht nur besser, Dame B3 ist natürlich. Man fragt sich ein bisschen, was will er auf c5? Also die Dame auf c5 äh, steht ja auf jeden Fall deutlich gefährdeter, also ist ja quasi vorgeprägt in feindesland, um es mal vereinfacht zu sagen. Und äh, das kann ja nur Sinn machen, wenn er irgendwie und das versucht er jetzt auch beabsichtigt irgendwie auf den Punkt e7 zu spielen. Ja, aber das ist verfrüht. Schwarz entwickelt sich fast zu Ende, die Dame steht noch hier ne, zwischen den Türmen, dann wäre die Entwicklung abgeschlossen. Aber dieses hier auf F3 gegebenenfalls einfach hier auch Drohnen zu nehmen und dann so einen hässlichen Doppelbauern zu machen und der König kann ja nicht mehr lang ist ja schon bei der Turm hat ja schon gezogen, also der König könnte nur so kurz ruchieren, dann wäre das schon ein ziemliches Loch vor der eigenen Nase. Also das ist Läufer g4, denke ich, guter Zug. Und hier wäre es schon nötig gewesen, auch jetzt dem mit Läufer e2 zu begegnen. Hat aber weiß nicht getan, sondern weiß spielt Läufer g5. In der Annahme, äh, äh, er sei äh, er sei am Drücker. Ja, nach dem Motto, äh, mir interessiert hier gar nicht, was du hier, wenn du hier was schlagen willst, ich drohe selber das. Ja, und wenn der Springer dann wegzieht, wohin auch immer, ja, dann kann man hier gegebenenfalls wegschlagen, jedenfalls den Punkt hier so weit schwächen, dass es hier zu einem, zu einem Doppelangriff kommt. Ist alles nicht wirklich äh, druckvoll und vor allen Dingen, es geht taktisch nicht. Und hier findet sieht Schwarz eine schöne Taktik, wenn ich es richtig sehe, mit Springer a4 nutzt die äh, exponierte und gefährdete Stellung der weißen Dame aus. und man denkt sich ja, Moment mal. Erstens Springer am Rand bringt Schimpf und Schand und vor allen Dingen äh, der hängt doch. Ja? Der ist mal weg. Ah, ja, die Dame steht auf c5 aber trotzdem schlecht. Ja? So und jetzt spielen mehrere Dinge zusammen. Äh, neben einzelnen taktischen äh, Problemen, die weiß jetzt um die Ohren fliegen, das können sie nur. Der Ausgangspunkt ist: Die Dame steht schlecht, die weiße. Sie kann angegriffen werden mit Tempo, aber viel schlimmer: Der König steht in der Mitte. Der König, während Schwarz fast komplett entwickelt ist, so gut wie komplett, hier spielt es echt keine Rolle, dass die Dame sich noch nicht bewegt hat. Schwarz kann sagen, ich bin komplett entwickelt, ich bin mit allem draußen, König ist in der, ist rochiert, ist sicher. Der weiße König steht in der Mitte. Und der Läufer hat noch nicht gezogen, das heißt, Weiß könnte auch nicht innerhalb eines Zuges jetzt wegrochieren. Da steht noch der, äh, der Läufer F1 im Weg. Und das fliegt jetzt äh, äh, weiß schon um die Ohren, das heißt, das geht taktisch schon. Das sieht man, glaube ich, auch wirklich nur in einer Partie mit viel Bedenkzeit, würde ich denken. So, was passiert jetzt hier auf Steht die vier zwei Möglichkeiten. Der eine: die Dame frisst sich hier unten durch. Dame a5 Schach, der König in der Mitte, ne? Angriffsziel und der Springer fällt wieder. Ne? Zum Beispiel mit b4 Dame a4. Die Figur ist zurück. Ich glaube, weiß hat, Schwarz hat sogar schon Bauern mehr. Was haben wir? 2, 4, 6. Ne, hat keinen Bauern mehr. 2, 4, 6. Aber Bauern mit dem König in der Mitte, die zählen wir gerade nicht. Hier droht ja, also Ungemach ist ja noch geschmeichelt. Geht also nicht. Dame schlägt E7. Was haben wir da noch? Läufer schlägt E7. Da kann tatsächlich sich jetzt schon Schwarz so einen ruhigen Zug wie Dame C7 erlauben. Dame B4. Turm A E8 holt sich die Qualität, ja schön wäre es wenn es was nützen würde, Läufer schlägt F8, äh, jetzt, also wenn wir jetzt mal zählen auf dem Brett, hat Schwarz einen kompletten Turm reingehauen, ne? Schwarz haut einen kompletten Turm rein und steht, ihr seht es hier oben ne? mit Minus 7 äh, auf Gewinn, ja, jetzt auf mit Minus 8,1 also äh, jenseits von gut und böse ne? Dame B3 Dame A5 Schach Springer zurück Scheint nochmal irgendwie was zu halten. tut's aber nicht. Abzugsschach. Wusch. No. König versucht wegzulaufen. Abzugsschach. Wusch. Ihr seht meine, ihr hört meine Begeisterung. Das war herrlich. Ja. Das, das fliegt dem Weißen um die Ohren. Also ich kann mir vorstellen, dass Brian viel Spaß hatte bei der Partie. Also die ist ja so nicht gekommen. Das ist nur eine Variante. Und die Variante führt dann auch noch zu einem Wunderschön matt. So, geht also auch nicht. Das heißt, auf A4 kann der Springer nicht genommen werden. Das, Entschuldigung, das hier geht nicht. Also, das hat er wahrscheinlich gesehen, dann doch mit Weiß, oder mit Sicherheit nicht in allen Varianten. Das hätte ich auch nicht am Brett gesehen und viele andere auch nicht. Aber dass das nicht gut, dass das nicht funktioniert, war ihm dann schon klar, Dame A3. Ja gut, dann kann man ja hier munter weiter fressen. Springer schlägt c3, B schlägt c3. Jetzt haben wir ja gar keine Figur geopfert als Schwarzer, aber der König steht ja trotzdem noch sozusagen äh, ja auf dem Silbertablett ne? Hinein in die Mitte. Weiß kommt noch zu seinem erträumten Angriff auf den Punkt e7, aber äh, das interessiert Schwarz gar nicht. Wenn er jetzt hier weiter frisst. haben wir hier eine Stellung, wo er sagen kann, ja, äh, weiß er ja die Qualität mehr und steht total auf Verlust. Hm. Es wird der weitere Bauer fallen, der König steht weiter in der Mitte, also äh, verheerend. Ja? Hat er auch nicht gemacht nach Dame B6, hat nicht weiter gefressen auf F8, sondern versucht, und das äh, ist zumindest der Versuch, ist, nicht, ist äh, nicht nur nicht strafbar, sondern sehr lobenswert, er hat das Problem erkannt. Zu spät, aber er hat es erkannt. Ja? Das Problem ist, äh, der König muss aus der Mitte weg. Und deswegen muss erst der Läufer raus, damit der König ruchieren kann. Kostet sozusagen schon fast, was es wolle. Schwarz schlägt. Der Läufer versucht mit Tempo die Dame zu vertreiben. Der Turm stattdessen sagt, Schach geht vor. <laughs> Schach ist mehr wert als Garde. Garde la Dame, das haben wir hier. Oh, mein Französisch ist eine Katastrophe, ich weiß, habe es noch nie gelernt. Garde la Dame ist das hier, aber Schach dem König ist das. Und das geht vor. Der König muss zur Seite und damit hat sich was mit Rochade. Das ist ja das Schöne an diesem Turmschach hier unten. Ne? Jetzt gibt's keine Rochade mehr, weil das Schach ist ja nicht äh, anderweitig zu, äh, zu verhindern. Der König muss ziehen. Und äh, der Läufer macht jetzt noch böser. Und das finde ich eigentlich ist ein schöner Schluss. Er gibt die Dame her. Schwarz opfert die Dame. Das muss man auch erst mal sehen. sehen. Ja, das muss man alles erstmal rechnen. Läufer C4 Schach, König G1. Springer D2, König muss wieder zurück, Abzugsschach Nummer 1. König G1, Springer E2, Schach, König F1, Abzugsschach Nummer 2. König G1, A schlägt B6, der, Läufer, der Springer, dürfen wir man nicht vergessen, ist ja vom Läufer gedeckt. Durch das Schlagen hier, geht es wieder auf Damenjagd. Dame B4, Turm A4, Dame schlägt B6 und wir holen uns noch den Turm dort unten. Jetzt kann man mal munter zählen. Was haben wir? Turm und Läuferpaar gegen die Dame. Traumhaft. Also, ist natürlich ein Riesenvorteil für Schwarz, aber ist auf der anderen Seite natürlich auch ein sehr, wie nennt man das? Unbalanced, unbalanced Position ist es nicht. Also, die Position ist schon ziemlich eindeutig, aber ein, ein, ein sehr origineller Material. Eine sehr ungewöhnliche Materialverteilung. Weiß versucht jetzt noch irgendwie mit dem König rauszukommen. Äh, schwarz frisst sich erstmal hier weiter. Die gut schwarzen Figuren arbeiten auch gut miteinander, decken sich im Grunde genommen weitgehend gegenseitig. Da kann man auch gerne noch mal was tauschen. So, der Läufer auf D5 ist damit, äh, deckt den Bauern C6, aber wird vor allen Dingen selber gedeckt. Er greift ganz brutal den Punkt G2 an. Äh, deckt den, der Läufer. Deckt den Turm auf A2, der wiederum deckt den Springer auf F2. Also ist aber gut, ist ja wichtig, wenn man mehrere Figuren hat äh, gegen eine Dame, dann müssen natürlich die Figuren auch miteinander spielen. Wenn es die Dame schafft, sich die gegnerischen Figuren einzeln vorzunehmen, äh, sieht die Sache anders aus. Springer E4, Dame B8, ja, und der Bauer, ne? die decken sich auch alle gegenseitig. Der kann sogar noch weiter vorziehen, weil er vom Läufer F8 gedeckt wird. Also die. Figuren von Schwarz sind einfach nicht nur in der Zählung, in der Wertigkeit mehr wert als eine Dame, sondern sie harmonieren miteinander. Gut, an der Stelle jetzt war dann vermutlich auch schon. Nee, oh nee, geht nicht. Ich wollte gerade sagen, Läufer d 6, aber das geht ja noch nicht, weil äh, der Läufer F8 gefesselt ist. So, jetzt fangen solche Sachen auch an zu drohen, weil ja auch vom Springer gedeckt, ne? Und der zielt in beide Richtungen. Äh, Nee, den nicht, sondern da. So. Ein irgendwie gearteter Angriff von Springer und Dame auf F7 hat überhaupt keine Aussicht auf, von Erfolg will ich gar nicht reden, und noch nicht mal Aussicht auf Misserfolg, weil der Läufer D5 F7 deckt und selber auch nie vertrieben werden kann davon. König G1, Läufer C5. Und jetzt läuft das Ganze auch noch, und das finde ich auch schön, in, in Matt aus. Man sieht, die Dame spielt überhaupt nicht mit. Der Springer steht schön zentral, aber leider spielt sich in seinem Hinterland die ganze Gefahr ab und alle schwarzen Leichtfiguren und der Turm sind daran beteiligt, diesen König mattnetz will man das nicht nennen äh, ins ins Matt zu bringen. Ja? Am Ende stehen sie sogar alle vier so dicht beieinander äh, und äh, die beiden sind Meilen weit weg von ihrem König, sodass es also nicht nur der Materialvorteil ist, der hier zum Sieg führt, sondern eben auch noch die schöne Umsetzung. Das mehr an Material, die höhere Wertigkeit der schwarzen Figuren gegenüber den beiden weißen Figuren, wird voll zur Geltung gebracht dadurch, dass diese vier auch eben noch wie ein Team zusammenspielen. Ja, wie die wilden Kerle. Oder wie die vier Musketiere. War noch vier, oder? Ne, war drei, aber kam der vierte dazu. Also die drei und D'Artagnan. Also wer von denen hier jetzt D'Artagnan ist, überlasse ich euch. Und wer Acht äh, Achtos, Portos und Aramis sind. Aber dass die spielen wie die vier Musketiere und dass hier unten die Dame eigentlich eher Kardinal Richelieu ist, der nicht mehr weiß, was er machen soll, das, glaube ich, kann man so sehen. Fand ich sehr schön, sehr instruktiv. Und wir äh, haben noch eine letzte Partie eigentlich vorbereitet gehabt. Und äh, die werden wir dann jetzt ein bisschen schneller durchziehen müssen, ähm, damit wir zeitlich noch hinkommen. Aber ich will sie nicht vorenthalten, auch weil Brian natürlich stolz wie Oscar ist, denn er war es wieder, der hier gespielt hat. Eine Schnellschachpartie, äh, na, wenn ich es richtig sehe. Und ähm, hier, da kommen wir hin. Und es ist eine gegen einen Fiedemeister. Ja, gegen Fiedemeister äh, Mikasinski mit einem Murder-Rating. Natürlich, aber allein schon, dass er Fiedemeister ist. Ne? Also äh, dem muss man sich ja erstmal an den, den Skalp an den Gürtel heften. Und wenn einer aus unserer Community hier einen Fiedemeister platt macht, ähm, dann dürfen wir uns das mal angucken, wie es denn kam. Ja. Karo kann. Karo kann ich nicht so viel zu sagen, aus schwarzer Sicht schon mal gar nicht. Und aus weißer Sicht, ich habe ja früher E4 gespielt, ja, habe ich immer das gespielt weil ich ja der Freund des Vereinfachens bin. Läufer D3, dann kommt nämlich gar kein Läufer nach F5. Ne? Und dann geht die Sache meistens so weiter. Und das ist eine schöne, einfache Methode, um gegen Caro zu spielen, ohne als Weißer sich allzu viel Gedanken um Eröffnungstheorie zu machen. Da bekommt man auch nur eine ausgeglichene bis etwas bessere Stellung mit Weiß. Mehr nicht. Ne? Die hier zum Beispiel ist etwas besser für Weiß, aber unter Großmeistern läuft das dann in Remis aus. Aber so kann man als Weißer gegen Caro was ja eher seltener gespielt wird auf Amateurlevel, äh, kann man aber dann gefahrlos spielen mit dieser Abtauschvariante hier, ohne sich irgendwie groß was angucken zu müssen. Die Vorstoßvariante, also hier diese Hauptvariante, ist natürlich wesentlich äh, gehaltvoller für Weiß, aber da muss man auch wesentlich mehr für kennen. Ein ne? äh, viele Meister kennt das natürlich. Und Brian spielt wahrscheinlich Karokan schon seit E und äh, kennt sich deswegen auch aus. Wahrscheinlich weicht hier der Fiedemeister bewusst ein bisschen von der von der Hauptvariante ab, aber macht ja nichts. Weiß spielt Schwarz spielt Dame b6, Läufer d3 habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also halte ich für einen Bock. Äh, kommt in also Ähnliches kenne ich aus dem Dark Knight System. Äh, da muss man sich hier diese Gestalten äh, alle mal wegdenken, ja. Aber und, und stattdessen den Springer auf c6. Aber dass man den äh, einen Läufer auf f5 steht hier der, und der auf D3 sich gegen den abtauschen will, das kenne ich, aber auch, dass dadurch dann der Bauer D4 für einen Moment übersehen wird, dass der nicht gedeckt ist. Und deswegen hätte Schwarz hier am besten den auf D4 einfach rausgeschlagen. Das wäre gegangen. Klar, Springer F3, Dame G4, aber das geht. Das kann man spielen. Stattdessen hat er auf B2 genommen. Und der ist eher vergiftet. Sag ich mal. Ja, da hat jetzt Schwarz sich gedacht, na ja, das kann ja nicht passieren, weil ich ja hier den Turm krieg. Deswegen hat das gespielt. Aber jetzt kommt ein Zug, deswegen sind viele Meister, viele Meister. Das hier. Das hat er mit Sicherheit vorher gesehen. Der, äh, der Meister. Auf die Falle hat er gespielt. Ja, wobei das eben riskant war, weil hier hätte sich Schwarz den Bauern holen sollen und diese äh, 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 diese Falle wäre nach hinten losgegangen, weil äh, äh, schlagen dann, sagen wir noch mal, schlagen hier, hier geht ja meines Wissens oder meines Erachtens in die Hose und äh, die Figur kommt wieder zurück. Ja, das geht ja nicht. Aber wenn man hier nimmt, weil man meint, hier die Qualität zu gewinnen, dann ist das falsch. So, das ist ein, äh, da gibt es keinen Fachausdruck für keinen Schachlichen. Ich nenne es mal etwas, verständlich, das ist ein Sargnagel. Ja, der Bauer E6 ist ein Sargnagel. Der klemmt jetzt die gesamte schwarze äh, Entwicklung ein und das ist mehr wert äh, als der Turm A1. Gut, Schwarz sagt sich, hm, was will ich machen? Hm? Wenn ich schlage auf E6, schlägt der Läufer auf E6 zurück und das ist genauso ein Sargnagel. Läufer kommt nach G6. So, und jetzt ist schon mal klar, der schwarze König wird erstmal ein Weilchen in der Mitte bleiben. Naja, denkt man sich, die Mitte ist ja vielleicht sicher. Ne? Hier stehen ja zwei schwarze Bauern davor. Ja? Was soll passieren? Ne? So was wird passieren. Das ist ab jetzt in der Luft. Das Sprengen dieses schützenden Bauernregels vor dem schwarzen König. Ja? Das ist in der Luft. Erstmal muss der Läufer G5 natürlich weg, ne? weil der drohte ja geschlagen zu werden. Und Schwarz versucht sich jetzt um die Kurve zu entwickeln, weil hier, hier tut sich ja nichts. Ja? Bleibt ihr nur noch als letztes Feld nach H6 den Springer rauszukriegen. Springer F3 sagt, die Engine ist falsch, Springer E2 wäre besser gewesen. Ich falte Springer F3 für natürlichen Zug. Äh, nee, habe ich nichts dran zu kritisieren. So, Schwarz versucht äh, weiter sich zu entwickeln und äh, vor allen Dingen abzutauschen, weil er sagt, je weniger Figuren auf dem Brett sind, umso weniger können mich matt setzen, weil er äh, sich der Gefahr, äh, der sein König ausgesetzt ist, natürlich bewusst ist. Jetzt geht es nur darum, irgendwie zu überleben, um dann nach dem Überleben zu sagen, ich habe eine Qualität mehr. Hochiert. Äh, das war nicht gut. Äh, er hätte den Weiß hätte den Läufer auf dem Brett halten sollen. Mit Läufer D2. Ja, gar nicht, es geht gar nicht so sehr darum, dass das Feldläufer das D2 besser ist für den Läufer, sondern der Läufer muss, sollte auf dem Brett bleiben. Äh, weiß sollte nicht abtauschen. Ja, und deswegen ist die Rochade falsch. Und Schwarz nutzt die Gelegenheit, um hier was abzutauschen, um zu sagen, puh, ne, vielleicht ein bisschen Entlastung. Jetzt versucht Schwarz auf der anderen Seite, den äh, Springer zu, äh, den anderen Springer auch zu entwickeln. Es ist völlig nachzuvollziehen, dass die Stockfisch-Engine sagt, nee du hättest, schwarz hätte stattdessen hier weiter fressen müssen, das sieht ein normaler Mensch nicht. Ja, ich würde den auch, den Zug als richtig erachten oder zumindest völlig nachvollziehbar, und tut ja auch nicht weh. Also es ist jetzt nicht so, dass der Zug jetzt die Partie verliert und das Schlagen auf A2 hätte die Partie gehalten. Weiß versucht es mit der Brechstange. Und es gelingt. Den durfte äh, schwarz nicht nehmen, er durfte ihn, ihm nicht in die Karten spielen und äh, selber aktiv dazu beitragen, dass diese beiden schützenden Bauern, vor allen Dingen der Bauer D5, äh, vor dem schwarzen König verschwindet. Er steht zwar nicht direkt vor dem schwarzen König, äh, sondern in, in drei Feldern Entfernung, aber es ist ein ganz entscheidender, äh, ein ganz entscheidendes äh, Teil eines Bollwerks. Äh, schwarz hätte versuchen müssen, von der Seite hier mit Turm H6 weiterzuspielen. Ja. Schlägt, Läufer schlägt, Springer, C7, ja, das war ja das Gedachte, ja, äh, den Springer von A6 aus weiterzubringen zu sagen, jo, ich greife jetzt mal den Sargnagel an, ja. Ist aber trotzdem, also ist ein Fehler, der aber hier zum Erfolg führt. Ja, ein Fehler, der zum Erfolg führt. Eigentlich ist jetzt äh, die Stelle, Partie an der Stelle gekippt. Bis hier ging es noch. Also man könnte sagen, dieser, dieser, dieser Kampf äh, zwischen, äh, Weiß mit seinem Positionsvorteil und Schwarz mit dem Materialvorteil ist bis hier, bis zu dem 15. Zug hier, diesem Läufer schlägt E4 ähm, äh, mal ein bisschen zugunsten von Schwarz, mal ein bisschen zugunsten von Weiß, aber ist noch in der Balance. Und jetzt in, den, mit, in zwei Zügen kippt die Balance. Radikal. Nach diesem Zug ist die Balance äh, komplett äh, gekippt und äh, Weiß steht auf Gewinn. Warum? Weil Weiß jetzt den Vorstoß machen kann. Und damit die äh, D-Linie aufmachen kann und äh, den, den äh, direkten Angriff auf den König findet. Ja, wenn jetzt Schwarz versucht, das zu unterbinden, indem er vorbeizieht, dann damit die drei. Ja. Ja, jetzt drohen auch äh, tatsächlich auch äh, Springerabzüge. Ne? Jetzt wird die Stellung der Dame in der Ecke äh, äh, gefährdet oder sogar der Springer kommt von der Seite. Ja? C4, D5, D6, also das ist tatsächlich, aber das wissen wir jetzt hier, weil wir es mit der Engine analysiert haben. Auf dem Brett während der Partie sieht die Sache ja komplett anders aus. Man hat ja keine Ahnung, was die Engine so sagen, weil das ist, diese Stellung hier ist ja voll von Taktik. Das ist ja im Grunde eine reine Taktikstellung. Da hat ja nichts mit Position, rückständiger Bauer, Endspiel, Doppelbauer, was auch immer, kein Denken dran. Es ist völlig klar, dass das hier, hier geht es auf Königsangriff. Da ist nur Taktik angesagt. So, Das heißt, nach Springer C7 steht Weiß auf Gewinn wegen äh, D5, aber Weiß hat es nicht gespielt. Und jetzt macht Weiß einen Fehler, der nicht taktischer Natur ist, sondern eher positioneller. Weiß spielt D. Und jetzt gibt die Partie in die andere Richtung und jetzt ist sie für Schwarz gewonnen. Warum? Hat sich eine taktische Möglichkeit ergeben? Irgendeine Variante, irgendeine Kombination, die Weiß übersehen hat? Nein. Weiß bietet einfach den Damentausch an und schwarz nimmt ihn weg. So, und was haben wir jetzt? Die Damen sind vom Brett und jetzt ist es ehrlich gesagt weitgehend egal, ob der König in der Mitte steht und ob hier eine Linie geöffnet wird, weil es gibt keine Dame mehr, die das ausnutzen kann, ja? Und was nützt es mir, wenn ich mit riesem Aufwand äh, Löcher in die in die Verteidigungsmauer einer einer, einer einer Burg sprenge, wenn ich hinterher keine Leute mehr habe, die da durchgehen können? Ja? Also wenn ich zum Beispiel nur Kavallerie habe und keine Fußsoldaten und äh, ich breche eine, eine, eine schmale Lücke in eine Festungsmauer, dann nützt mir das ja gar nichts, weil die Kavallerie passt nicht da durch. Ne? Und hier äh, ist es eher so, äh, ja, die Damen, in dem Moment, wo die Damen verschwinden, ist der positionelle Vorteil, das Angriffspotenzial, das ist ja der Vorteil von Weiß, ist weg, aber der Materialvorteil von Schwarz mit der Qualität, mit der Mehrqualität, der ist ja noch da. Also Weiß gibt hier ohne Not, quasi kampflos, seinen Vorteil aus der Hand und Schwarz behält seinen Vorteil einfach ohne was zu tun. Und deswegen, und das finde ich für einen Fiedemeister dann schon ein bisschen komisch, ist das ein, ein Fehler grundsätzlicher Art. Also welcher Springer BD2 spielt, ich hätte schon fast gesagt, hat die Stellung nicht verstanden. Das kann ja bei einem Fiedemeister nicht sein. Also wer nicht weiß, was ein Fiedemeister ist, das ist zwar der unterste Titel den der Weltschachverband zu vergeben hat, aber es ist ein Titel, den der Weltschachverband zu vergeben hat. Also so viele gibt's jetzt da auch nicht von. Also in der in, in, im Weltschachverband sind glaube ich eine Dreiviertelmillion, Millionen, 750.000 Spieler gelistet. Das sind glaube ich keine 10.000 Titelträger dabei. Also das ist die, also viele Meister ist ist die Creme. Ja, da kann man verhuldigen oder was auch immer. Also äh, das ist, ob er nun Profi ist oder nicht, es äh, spielt keine Rolle. Um den Titel zu, sich zu er erwerben, äh, muss man äh, ein, ein grandioser Schachspieler sein. Und dass so jemand das übersieht, also auch ein Fiedemeister kann man eine Dame einstellen. Ja, auch ein Fiedemeister kann eine Kombination übersehen. Ja? Und sagen, ach, je, habe ich gerade nicht aufgepasst. Aber das ist ja nicht der Fall. Äh, er wird ja gesehen haben, dass er hiermit jetzt einen Damentausch macht. Er wird ja nicht gehofft haben, dass jetzt Schwarz sagt, nee, ich tausche die Dame nicht, äh, ich, ich schlag den Bauern und hol mir noch einen Bauern. Das wäre natürlich eine Katastrophe für Schwarz. Ja, weil dann bleibt der Angriff ja vorhanden. Ja, aber äh, das, damit wird er ja nicht, also wenn er darauf spekuliert hat, dann hat er Brian 2008 aber sowas von unterschätzt oder falsch eingeschätzt, dass es, äh, ja, das ist vielleicht ein Gedanke. Vielleicht hat er gedacht, er schlägt auf A2 und dann hätte er mit Springer BD2 äh, den Springer mit Tempo, wenn man so will, entwickelt. Ja, das stimmt. Das könnte eine Idee sein. Aber die war dann wirklich grottenschlecht. Weil, Wein macht das nicht, sondern tauscht die Damen. Hat sich wahrscheinlich angehört, was Moritex immer gesagt hat in seinem Stream. Wenn man Material mehr hat, tauschen. Gar nicht so sehr auf noch mehr Materialgewinn spielen, sondern erstmal die dicken Jungs oder Damen tauschen. Der Materialvorteil bleibt ja bestehen. Und das Risiko, matt gesetzt zu werden, reduziert sich. So, und jetzt geht's weiter. Schwarz schlägt den Sargnagel weg. Und ich sag mal, wenn der Sargnagel weg ist, dann geht der Deckel ja auch wieder auf. Also vom eigenen Sarg. Sagt man das so? Keine Ahnung. Aber ich nehme das Bild mal. Ne? Der Sargnagel ist weg. Der Sargdeckel von Schwarz geht wieder auf. Und Schwarz springt aus der Kiste. Und steht auf Gewinn. Jetzt tut ihm das nicht mehr weh. Jetzt sagt er, komm, jo, schlagen wir, schlagen wir. Ja, jetzt leistet sich Schwarz noch einen Fehler. Ja, der Springer gehört natürlich hierhin. Ist ja auch viel naheliegender. Ja, gut, aber kann passieren, ja, und weiß tut ihm den Gefallen und setzt auch noch einen Fehler oben drauf. Ja, also stattdessen hätte er hier weiter spielen müssen, die Linie öffnen, ja, und wenn Schwarz dann hier schlagen muss, dann gibt's hier noch einen Abzugsschach, dann wird's unangenehm. Aber gut, weiß setzt quasi noch einen Fehler drauf und Schwarz spielt weiter. Und jetzt laufen oder entwickeln sich einfach mal hier munter, die äh, schwarzen Figuren. Die müssen er so also ein bisschen Entwicklungsnachteil hat er ja noch, aber hat ja Material mehr, reichlich mehr. Da kann man so einen Entwicklungsnachteil schon mal aushalten. Weil jetzt droht man ja nicht, über den Haufen gerannt zu werden. Weil die Damen sind weg, da, da gibt es keinen, keinen mehr, der einen über den Haufen rennen kann. Und äh, schwarz spielt einfach seinen Materialvorteil weiter aus. Da haben wir ja haben nicht nur so die Qualität, da sind ja noch zwei Bäuerchen mit dabei. So, jetzt werden die noch weggetauscht. Es wird immer weniger, abtauschen abtauschen heißt der Vorteil des Turms gegen die Leichtfigur kommt immer klarer zum Tragen und äh, wenn jetzt schwarz nicht den Fehler macht und irgendwo seinen Turm in eine Läufer oder Springergabel hineinstellt, dann äh, wird ihm nichts mehr passieren und an der Stelle hier jetzt hat dann auch äh, weiß aufgegeben. Man hat keine Lust mehr sich das weiter zeigen zu lassen, verständlicherweise. Hm. So hat Brian 2008 äh, ein treues Mitglied unserer Community den Fiedemeister äh, Mikasinski in einer äh, ausgiebigen Partie ist das jetzt klassisch oder oder Schnellschach gewesen vom Brett gefegt und gucken wir hier auch mal auf den Grafen äh, dieser Partie ne? dann sehen wir dass in der Eröffnung weiß ja das schwankte schon ein bisschen ne? da war so also mal kurzzeitig sogar Schwarz im Vorteil dann eher wieder weiß äh, und dann kommen wir zu dieser zu dieser äh, äh, die, diesem ähm, kippen äh, hier auf Gewinn für weiß und dann stürzt es ab und äh, der kleine Peak hier der tut nicht weh ja also wenn ähm, den meine ich hier unten wo es mal kurzzeitig für weiß etwas schlechter wird aber nur schlechter im Vergleich zu vorher ja also es steht weiter auf Gewinn äh, auch wenn er mal da einen schwächeren Zug gemacht hat und zieht das dann natürlich durch das mit dem Materialvorteil durch das ganze Endspiel durch bis äh, schwarz keine Lust mehr hatte hm? So, also ne, Hut ab, äh, Gratulation an Brian äh, für diese Partie, nicht nur für den Punkt, äh, den Punkt, gegen den, den er gegen Lord Universe geholt hatte äh, in der Bullet-Partie, das war eher ein Glückspunkt, äh, war aber trotzdem instruktiv, um zu zeigen, was ist Bullet im Vergleich zum normalen Schach und Brian hat uns ja selber gezeigt, was der Unterschied zwischen normalen Schach und Bullet-Schach ist äh, mit dieser Partie hier. Ja, wunderbar. Tolle Sache und damit äh, wäre es an der Stelle dann auch äh, für heute zu Ende. Wenn auch äh, ihr Partien habt, von denen ihr wollt, dass ich die hier äh, mal vorstelle, mal durchspiele und wenn sie zusammen anschauen, dann nutzt eure Kanalpunkte äh, dazu und äh, klickt drauf und wählt das aus und schickt mir dann über Lead eine entsprechende Nachricht mit dem Link der jeweiligen Partie äh, oder aber, wenn die auf einem anderen Portal gespielt wurde, in die Nachricht einfach die PGN-Datei. Die Notation der Partie rein, hineinkopieren, das kriegen wir schon gebacken. Nicht vergessen, dann auch euren äh, Twitch-Namen mit in die Nachricht reinzuschreiben, damit ich es zuordnen kann. Hm. Gut, das war's bis hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen, planmäßig, wäre ich ab 7 Uhr abend wieder äh, äh, live, äh, dann äh, wieder mit eigenem Spiel. Und äh, dann haben wir am Freitag die Theoriesitzung, äh, denke ich, wieder auf dem Plan. Und äh, ja, bleibt gesund, spielt Schach der Abend ist noch jung und bis zu tage tschüss und vielen dank